Recht herzlich willkommen zur 47. Folge von Simotrans. Ja, letztes Mal war es nicht die 49, sondern 46. Diesmal sind wir bei der 47. Wir hatten geschaut, dass wir hier unten, habe ich jetzt drauf geklickt, dass wir hier unten den Getreidehof hier anschließen. Da, das müsste zur norddeutschen Mühle. Nee, das ist verkehrt, sondern das ist die richtige. Okay, zur Mühle nur. Da müssen wir was hinbringen, kriegen wir, denke ich, mal hin. Müssen wir eine Straße für bauen und machen dann auch zwei Trecker da drauf, denke ich mal. Die fahren sowieso nicht so schnell, dann können wir das auch so lösen. Wo waren die? Auf der Stufe? Ja, auf der Stufe ist die. Das kann er schon wieder nicht mehr. Ich weiß dann auch nicht warum. Irgendwie zwei Kurven und dann ist ein Problem da. So, geht auch noch nicht vorbei, ne? Nee. Dann lass es so machen. Und dann bis dahin. Und schließen so an. Dann müssen wir hier noch eine Haltestelle bauen. Und da geht diese Stelle hin. Fertig und dann auf zum Depot, zwei Trecker raus und dann geht's los. Lupa, Depot und zwei davon und die Strecke ist von da. Achso, wir müssen erstmal Fahrplan anklicken, ne? Sonst wird das nichts. Von dort nach da und Mindestbeladung können wir ruhig 100% machen. Das ist eine neue Linie und die neue Linie kriegt einen neuen Namen und zwar Döbeln Südost. Ist das Südost? Habe ich das jetzt geschrieben? Und Tippfehler. Südost, Wald, Mühle, schreibe ich dann mal einfach hin. Aber da muss noch ein Leerzeichen und ein Bindestrich hin. Gut, und hat er das jetzt dann genommen? Ich weiß es nicht. Hat er genommen, dann können wir das schon kopieren und starten beide. So, das würde bedeuten, da geht ein weiterer LKW drauf. Zwei weitere Dingens. Also hier muss ein weiterer LKW drauf. Und zwar Mühle Markt. Müssen wir noch ein Fahrzeug hinzusteuern dann. Also dann nochmal rein. Den LKW aussuchen. Ich weiß es jetzt nicht genau. Das ist der Gerste. Achso, nee, Mehl brauchen wir ja nicht. Gerste, das wird deswegen funktioniert das nicht. Ich mach's mal so. Und dann ist es der. Und der kommt auf die Linie Döbeln. Der ist es. Starten. So, die beiden Trecker sind natürlich jetzt da unterwegs und machen das etwas langsam, aber das kriegen wir auch hin. 33 Paletten Stück gut warten, müssen wir im Auge behalten. Aber wenn wir jetzt hier reingehen, dann sehen wir, dass da noch mehrere Gehöfte sind, ne? Klicken wir mal das dritte an. Das dritte ist dann hier, ne? Da wäre eigentlich auch nur Trecker hin und los geht's, oder? Den Fahrplan von dort. Ist
jetzt die Frage mit 100%, ne? Könnte sich schwierig gestalten, aber ich mach's mal. Neue Linie. Und die heißt wie? Radolf Zell. Adolf Zell. Ja, das kann man da gar nicht so schreiben. Süddeutscher. Alter. Getreide. Hof. Mühle. Ja, machen wir so. Dann so. Und dann steht da jetzt wieder nicht das, was ich wollte. Ne? Hat ja wieder gut geklappt. Adolf Zell. Süddeutscher. Alter. Getreidehof. Mühle. Enter. Und kopieren und Start, Start. So, die müssen jetzt hier losfahren. Da ist er. Macht er auch. Okay, der fährt ganz schön langsam, ne? Der hat zwei Anhänger, ne? Okay, dann lass den mal. Na, das war jetzt die Bushaltestelle. Dann lässt den mal gerade offen. Dann sehen wir, was passiert. Die beiden fahren nach da hinten, ist auch klar. Und hier wird erstmal abgeholt. So, dann haben wir noch weitere. Das ist der. Oh, der ist auch schon irgendwo angeschlossen. Aber das ist Hardexen. Das ganze Werk muss ja dann, müsste dann ja mit dem Zug fahren. Macht es ja auch, aber nur, ich glaube, bis zur Tierfutterfabrik, ne? Bis hierhin kommt das an. Na, super. Gerste und Weizen kommt da an. Und hier wird dann abtransportiert. Aber wie wird er abtransportiert? Das ist die Frage, ne? Ist da der Zug irgendwo unterwegs, den ich gerade anklicken kann? Was hat er für Anhänger? Können die auch Getreide? Ne, das ist Tierfutter definitiv nicht. Das ist ein Silowagen. Silowaage, Ladendose. Das dürfte nicht funktionieren. Und der Getreidehof, wo ist der? Ah, der ist doch hier um die Ecke, ne? Ach so, alles klar. Jetzt sind wir doch auf dem falschen Weg. Wir wollten die Mühle haben, ne? Das war gerade die Tierfutterfabrik. Also das ist da und wo ist der andere? Das sind die beiden, die da unten auch zur Mühle liefern sollten dann. Macht aber keinen Sinn, oder? Also es wäre bis da. Na, warte mal, da können wir oben mal gerade gucken. Tierfutter? Ne, das Tierfutter wird ja nicht in dem Wagen. Das haben wir ja gesehen. Das ist ja dieser gelbe Güterwagen, der da für gemacht ist, ne? Fährt irgendwo hier, da ist er ja gerade. Landwirtschaftliche Güter werden damit transportiert, alles klar. Das hat sich dann also erledigt damit.
Das funktioniert dann nicht. Kann man machen, klar, aber ich glaube, das wird sich nicht so richtig rentieren dann, ne? So, die beiden Bauern, die wir haben, die fahren jetzt hier, glaube ich, rechts ab gleich. Da ist der erste und der zweite. Gut, wunderbar, läuft. Und die sind glücklich und zufrieden. Da ist Weizen vorhanden. Und wie sieht es hier mit Ablage aus? 39 Paletten Mehlwaren, 2 Tonnen Gerste, 10 Tonnen Weizen. Ah, die Norddeutsche Mühle hat jetzt dadurch eine Verbindung, ne? Weil. Gute Frage. Ach so, doch diese Trecker, die da anliefern, fahren auch zu dem anderen Weizenhof und dadurch gibt es die Verbindung. Super, oder? Das bedeutet, ich von hier zum Beispiel dahin gebracht, dann zu dem anderen Gehöft. Und von dem Gehöft wird wiederum nach da weitergebracht. Super, und hier haben wir schon den Stau dann, ne? Aber das ist jetzt gerade okay, weil fahren tun die trotzdem noch. Aber das erscheint mir so, als ob wir hier einen zweiten, ich hätte jetzt beinahe Anleger machen. Anleger natürlich nicht, sondern dass wir einen zweiten, na, sag schon, eine zweite Ladebucht machen, ne? Dafür müssen wir das hier aber, glaube ich, umgestalten. Dann machen wir das mal so und Straße hier entfernen. Oh, super, ne? Geht. Jetzt fährt der Bus immer noch da rein. Und können das so machen. Warte mal, der ist da, der ist da. Müsste eigentlich funktionieren, oder? Oder besser da. Ich glaube, besser da. Müssen wir mal was verändern. Ich glaube, den brauchen wir da, ne? Dann können wir da die Straße bauen. So, und dann das. So hin. Und dann brauchen wir noch ein Auswahlschild. Das stellen wir dahin, wenn wir da die Straße erstmal weggemacht haben. So, und jetzt das Auswahlschild dahin. Passt. Sollten die da irgendwo in die Buchten fahren, oder? Bauvorhaben beendet da. Weg, weg. So, lass mal gerade schneller laufen, dass wir sehen, wenn sie alle kommen. Da kommen sie, sind auch wieder wie auf der Schnur unterwegs. Wo ist er? Da ist er, fährt geradeaus. Wird beladen, der nächste fährt schon in das zweite rein, super. Ja, also die dritte wäre vielleicht gar nicht vonnöten gewesen, aber läuft. Jetzt kommen natürlich die beiden Traktoren. Und siehe da, da wird auch der dritte dann benutzt. Oh, guck mal, da oben wurde auch nacheinander geladen. Cool. Gut, Winter funktioniert. Es kalt. Und wie schaut es jetzt hier so aus? Ja. Stück gut wartet noch. Paletten Mehl in 35. Ich glaube, das sollte trotzdem funktionieren noch, ne? Solange es nicht mehr wird, müsste das gehen. So, Via Menge, ne? Da haben wir es. Das hatten wir letztes Mal nicht angeklickt, hatten wir gesprochen. Michael wusste auch nicht, was der andere da gerade war. Lassen wir mal so. Passt schon, ne? Mehl wartet und Gerste wartet und Weizen. Und der Weizen halt über den süddeutschen alten
Getreidehof. Genau, Weizen, Gerste, ja. Und das andere fährt zum Markt. Lass mal gerade einmal schneller laufen, dann kommen die LKWs, da ist einer. Jetzt kommt von da hinten. Ah, okay, da wurde gerade überholt. 41 ist aber da. Ich glaube, da kann vielleicht noch ein LKW mehr drauf, ne? Sieht so aus, als ob das anwächst. 37. Das ist hier, oder? Ja. Ich glaube, da setzen wir noch einen LKW mehr drauf. So, dann müssen wir dahin. Dann war das der. Und dann ist das die Mühle zum Markt, ne? Wo ist ein LKW? Da ist er. Wie heißt die Linie? Mühlemarkt, so heißt die. Okay. Und starten. Okay. Sollte laufen. Hier wird immer noch produziert, oder wie ist das? Passagiere warten auch noch da. Gut, auf jeden Fall läuft die Mühle. Gut, zum Markt fahren die. War denn im Markt Mehl gefordert? Nee, ne? Auf dem Markt wird weiter transportiert dann, ne? Wird wohl so sein. Das bedeutet, hier muss noch was liegen, oder? Tut's aber nicht. Wo ist denn hier so ein LKW jetzt? Mal schneller laufen. Da kommt jetzt einer. Gucken wir, wo der entlädt. Da ist er, glaube ich, gerade angekommen. Ja, da sind die 12 Tonnen Mehl. Da war gerade ein LKW mit Anhänger. Wo ist denn der? Ah, ich glaube, jetzt ist er hier hinter. Ne, war ein anderer Wagen. Irgendwer nimmt jetzt das Mehl auf jeden Fall mit. Weg ist es. Da ist er, der da unten. Gut, läuft. Ja, wunderbar, würde ich sagen. Ja, nächstes Mal gucken wir dann wieder rein, wo es schlechter läuft oder wo wir was erschließen können. Je nachdem, wenn wir nichts Schlechtes finden, dann erschließen wir. Müssen wir dann weiter gucken, ne? Die Mühle produziert irgendwie auch was. Alles gut. Gut, dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.